Hi Leute, willkommen zurück zu Mac Mini Let's Plays und mal wieder eine neue Runde Grand Theft Auto 4. Und beim letzten Mal waren wir mit Money Boy beschäftigt. Und ja. Wir haben nachts. Schick, schick, schick. Vorne sind die Bullen. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Wir suchen uns jetzt mal hier ein Auto aus, ohne dass die Bullen uns durch den Popo bumsen. Das wollen wir ja nicht. Wir sind ja keine Gangster, nein, wir doch nicht. Und direkt auf die Fresse gehauen. So. Dimitri. Was will der? Nico Bellic. Did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. Wieso auch immer ich jetzt keinen Ton höre? Moment, das geht doch nicht. Scheiße, was ist da los? Ah, ja. Das liegt daran, weil ich habe gerade nicht meine meinen 5-Volt-Lightsbox mehr angeschlossen. Und dann Kopfhörer auf. So, das dürfte jetzt siehste. Boah, das Auto kippt ja um wie noch was. Kaum zu fahren. Das Auto nehmen wir nicht mehr. Oh, dass Nico noch lebt, ist ja echt. Aua. Normal müsste die Birne Matsch sein. Birnenmatsch. Ja. Okay, war nicht lustig. Ja, wir fahren jetzt zum B diesmal. Spring an, du Scheißkarre. Gangstermucke. So, dann muss ich auch noch was ändern. Und zwar die Musik ein bisschen runterdrehen. So, das machen wir mal ein bisschen höher. Das drehen wir runter, ja. Und San Train mag ich nicht in Reine besonders. Gucken, was da läuft. Ja, jetzt hört man das auch nicht. Ich mache einfach am besten beides ein bisschen runter hier so. Ja, sehr schön. So ist schon viel besser. Und Charm. Ah, nicht die Bullen, nicht die Bullen. Okay. Zum B, wie kommt mir da am besten hin? Wir fahren jetzt einfach mal nach rechts und schauen auf der Karte und machen uns das Navi rein. Und weil wir das Navi brauchen wir gar nicht. B, 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 B. Aha. Brucey. Ach, der Vollidiot. Stimmt, der Brucey. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Auf geht's zum Brucey. Ups. Ah, die Bullen. Ich versuche immer, also mit so einem dicken Ding kann man ja kaum fahren. Wir gucken mal, ob wir irgendwo ein besseres Auto finden. Ja, da vorne. So, du wartest einfach mit deiner Schrottkarre. Wir schnappen uns hier den da. Den Ferrucci. Och nö. Muss der ja jetzt kommen. Egal, wir hängen die ab. Wir sind schneller als die Scheißbullen. Und ich tue jetzt mal kurz was ändern, weil ich echt keinen Bock auf Mitternacht-Kaffee habe. Ich hasse nachts irgendwie rumzudüsen. Außerdem klaut es immer ordentlich FPS nachts. Ich weiß auch nicht warum, aber das kommt einfach wegen den Lichteffekten und den Lichtschattendingern. Das ist ja bei GTA 4 ultra geil. Das sieht ja echt geil aus mit dem Licht, dass der Schatten dann auch wandert, wenn du da durchläufst. Aber das nimmt halt auch dementsprechend die FPS mit nach unten. Und GTA 4 ist ja sowieso schon relativ scheiße programmiert, was das angeht.
trust and peace of mind you deserve. Trackify. Love just got a little easier to keep track of. Jo, du mich auch. Also, ab geht die Post zum Brucey. Der wohnt da unten. Rechts. Man sollte nicht da nach unten gucken, sondern auf die Straße sich konzentrieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort die ganze Zeit nur Scheiße kommt. Oh. Ja, mein Auto brennt schon. Heute kann ich echt nicht fahren. Und er ist tot. Das ist nicht schlimm. Komm. Die fahren jetzt einfach mit, ob sie wollen oder nicht. Ist die Alte ausgestiegen? Nee. Gut, der Radiosender mag mich nicht. Dann hören wir ein bisschen Reggae, Mann. Du hattest Zeit zum Aussteigen. Nicht genützt. Pech gehabt. Ich glaube, ich fahre auch wie ein Henker. Und jeden Sch... Oh! Das war keine Absicht. War ein Unfall? Kennt ihr Pulp Fiction? Oh, ich liebe diesen Film. Mein Gott, du hast Marvin ins Gesicht geschossen. War keine Absicht, war ein Unfall. Oh. Also heute habe ich es echt nicht drauf. Ich glaube, ich brauche schon eine halbe Stunde, um nur dahin zu fahren. Das wird ein lustiger Part. Nee. Hoffentlich tut mich wegen dem Lied die GEMA nicht bannen. Oder beziehungsweise mucken. Jetzt fahre ich auch noch am B vorbei. Jo, jetzt sind sie endlich ausgestiegen, weil es kommt ja auch nicht so gut, wenn ich mit Leuten im Sakko. So gut kann keiner parken. Was? Verpiss dich, okay? Verpiss dich jetzt. Hau ab, zieh Leine. Mal gucken, was der nette Brucey so für uns hat. Was hat denn der genommen, ey? Like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. It's just convenient. Yeah. Okay. I'll just go take care of it. Yeah. Bye. Der Brucey hat sie nicht mehr alle, Mann. Er hat echt jemand ins Hirn geschissen. Soll ich das Taxi nehmen? Ja. Ach, das ist besetzt, Mann. Was wissen du jetzt hier? MG oder was? Ja, verpiss dich jetzt. Komm, hau ein. Immerhin schon mal der richtige Radiosender drin. Das ist schon mal sehr, 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 sehr hilfreich. Wow, gib Gummi, Omi. Na gut, auf den Radiosender habe ich jetzt doch keinen Bock. Gucken wir mal, was bei Elektroschock läuft. Stimmt, das lief ja vorhin bei Brucey schon. Geh auf die Seite, du Mini-Blister.
Wir wollten ja keine Schimpfwörter benutzen. Ups. Den haben wir einfach ein Stückchen gratis mitgenommen. Denn mit der Schrottkarre habe ich keinen Bock, eine Verfolgungsjagd zu machen. Die ist ja nicht sonderlich schnell. Oh, nein. Ah, ich habe was vergessen. Ups. Nee. So, jetzt passt. Jetzt sehen wir auch wieder, wie schnell wir sind. So. Gucken wir mal doch, was da abgeht. Ah, der Wagen ist dort, alles klar. Dann werde ich mir den doch mal schnappen, den Scheißwagen. Ich hoffe, der fängt mich irgendwie an zu qualmen oder so, wenn ich den jetzt klaue. Was ist denn jetzt passiert? Ah, die sind hinter mir. Ah, gib doch Gummi, Alter. Hallo? Okay. Oh, das sind ja noch welche. Lass mich in Ruhe, ihr Motherfucker. Aus der Bahn! So, jetzt kriegen sie aber auf die Schnauze. Uah, nicht umkippen. Oh, shit. Epic Fail. Ah, die Bullen. Na, das musste jetzt noch kommen. Oh, bitte brennt mein Auto noch nicht. Nein, noch nicht. Aber es ist schon relativ kaputt und die Scheißmucke nervt. Gucken, was auf Massive B läuft. Sind wir aber ein bisschen schnell. Uah! Das war nicht cool. So, jetzt muss ich vorsichtig fahren, aber ich kann nicht zum Bruce. Ich muss in den Werkstatt fahren. Ach, scheiß drauf. Wo ist denn die nächste Werkstatt? Ah, ich weiß. Wir fahren doch noch schnell in die Werkstatt für Brucey. Bevor das Auto hier explodiert. Boah, das Auto zieht schon nach links. Das ist nicht mehr schön. Da muss ich gar nichts machen. Ah, die Bullen sind aber auch überall heute, ey. So, nach links in die Garage rein. So. Hof Beach. So. Mit dem Armschritt wird sich keiner mit dir anlegen. Das ist doch schön. Das ist nicht mein Ernst. Oh. Gerade nochmal. Kurz raus. Tür zu. Und nochmal rein. Weil jetzt ist das Auto schon wieder kaputt. So, jetzt fahren wir aber vorsichtig. Wir haben nämlich schon wieder ein Midnight. So, dann drehen wir doch die Zeit zurück. Wir sind ja die Helden des Universums. So. So, Rechtskurve. Ich überhole die mal eben. Das war knapp. So, perfekt eingeparkt. Was will man mehr? Brucey asked me to bring this by. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror. Voll gedisst. Oh ja, so ist das Leben halt, gell? Nico Bellic. So Leute, ja, wollen wir natürlich überspeichern. Ich würde mal sagen, dieser Part wird nicht mein letzter sein, nein, Spaß. Das wird jetzt erstmal hier... Ah, jetzt ruft er noch den Brucey an und sagt ihm, er hat den Job erledigt, hoffentlich werde ich überfahren. The car is in your lockup.
It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone and get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool, though. You made it, man. You got the man. Ich hol mir mal kurz deinen Kaffee, Digga. Ich glaube, ich werde noch kurz Amok laufen. Ich werde ihm eins überziehen. Ah. Oh oh. Kommt der. Noch ein paar. Der Helikopter kommt viel zu schnell, aber ich habe eh Bock auf eine Verfolgungsjagd jetzt gleich noch mit dem Auto, bis ich tot bin. So, mit dem Polizeiauto ist immer cool. Oh, das hat, glaube ich, sehr weh. Das war episch Fail. Eieiei, war das ein Fail. Eieiei. So, Leute, hiermit ist auch Schluss in diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute.